Nun werden wir eine Frage stellen, in dem ein Graph vorkommt. Als Beispiel wähle ich dazu, dass ich eine lineare Funktion, also eine Gerade, zeichne und die Schüler die Funktionsgleichung, also k und d, ablesen müssen. Ich realisiere das Ganze über eine Clause-Frage, weil ich auch noch Multiple-Choice-Fragen in Clause-Fragen zeigen möchte. Also, lineare Funktion, Graphgleichung, so nenne ich die Frage. Den Fragentext machen wir später. Wir kommen gleich zum Biris-Teil. Zuerst definiere ich mir eine Steigung, die zufällig gewählt werden soll, zwar von minus 3 bis plus 3. Und damit wir mehr Bandbreite haben, noch zwei Punkte, 0,5, das heißt Schrittweite 0,5. Jetzt sind Werte minus 3, minus 2,5, minus 2 und so weiter möglich. Nun möchte ich noch die 0 ausnehmen. Im Moment könnte ja K1 auch zufällig 0 sein. Dazu mache ich eine weitere Klammer herum und das ohne kennen wir schon, ohne 0. Also K1 darf nicht 0 sein. Den Abstand auf der Y-Achse wählen wir zufällig zwischen minus 2 und plus 2, ebenfalls mit Schrittweite 0,5. Ich habe oben die 0 ausgenommen, da sonst die Wahrscheinlichkeit, dass eine waagerechte Gerade herauskommt, ziemlich gering ist, aber das sollen die Schüler ja auch bewerten. So lasse ich nun nochmal K1 wählen, nehme dazu eine vertikale Liste mit drei Möglichkeiten. Entweder ist K gleich der Wert hier oben, K1. Zweite Möglichkeit, der Kehrwert von K1. Oder dritte Möglichkeit, 0. Definiere nur noch f von x als k mal x plus d. Schauen wir das mal an und kriege Beispielwerte mit waagerechter Steigung und diversen anderen Steigungen. Nun kommen wir zum Graphen. Um f von x zu zeichnen, nehmen wir den Befehl plot und schreiben rein f von x. Wenn wir jetzt auf ist gleich gehen, wird die Funktion gezeichnet. Man sieht jetzt hier an der Grapheneinstellung, wir haben ja nur, wollen den mittleren Bereich auslesen und das Steigung auslesen wird hier sehr schwierig. Also können wir uns den Graphen einstellen, vergrößern und verkleinern. Und wir zoomen nun mal auf den Bereich von minus 3 bis plus 3. Ich denke, dann kann man das d ablesen, das ja in 0,5er Schritten vonstatten geht. Ich könnte hier auch den Graphen verschieben und wenn ich das alles nicht machen will, undo, dann ist alles wieder wie am Anfang. Wir vergrößern jetzt, dass wir halbe Einheiten ablesen können und wenn uns die Einstellungen des Graphen gefallen, dann klicken wir auf Save Plotter Movements. Man sieht hier, dass nun Attributes, der Plotter wird neu definiert. Hier steht der Mittelpunkt des Graphen, die Größe des Graphen mit Width und Height und die Fenstergröße. Diese Einstellungen sind jetzt gespeichert und wir haben eigentlich jetzt schon einen Graphen. Nun kommen wir zum Fragentext, den ich schon vorbereitet habe und einfüge. Du siehst den Graphen der linearen Funktion f. Plotter 1, das heißt, es wird hier der Plotter ausgelesen. Der erste Graph in einem Virus-Programm ist immer Plotter 1 und der zweite Plotter 2 etc. Man könnte natürlich auch sagen, ich definiere einen Plot und gebe meinen Namen. Aber das ist eine eigene Geschichte, könnt ihr euch selber anschauen. Plotter 1 genügt zum Auslesen des Plots. Dann die Aufgabenstellung, finde die Werte von d und k heraus, gibt dann die Gleichung der Funktion in der Form y ist kx plus d ein. Y ist gleich, steht schon da. Der Schüler bekommt zwei Punkte dafür, wenn er a eingibt. Der Wert von a, den müssen wir noch definieren. A ist f von x. Also der Teil da hinten haben wir. Und als zweite Frage, gib an, ob die Funktion fallend, steigend oder konstant ist. Das müssen wir noch definieren. Hier gibt es einen Punkt dafür, ist eine Multiple-Choice-Frage. Von der Syntax her 1 der Punkt, dann Doppelpunkt MC, Doppelpunkt heißt Multiple-Choice. Die Wellenlinien sind die verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Also Tilde U ist die erste Antwortmöglichkeit, Tilde
V die zweite und Tilde W die dritte. Und das ist gleich vor W zeigt an, dass diese Lösung richtig ist. Die Tücke an der Aufgabenstellung ist, wenn man die Aufgabe das zweite oder dritte Mal macht, es ist immer die richtige Lösung an derselben Stelle. Also dieser Aufgabentyp ist nur bedingt geeignet. Wenn man wirklich Multiple-Choice fragen will, wo die Aufgaben gemischt werden, sollte man eine richtige Multiple-Choice-Frage machen. Aber das fügen wir jetzt noch ein, diesen Teil, damit wir auch programmtechnisch noch was lernen können. Also bevor wir plotten, machen wir jetzt noch die Schleife für steigend, fallend und konstant. Die Frage soll der Schüler beantworten. Dazu wählen wir aus Programming eine If-Else-Schleife. Nun sagen wir, wenn k gleich 0 ist, dann ist u, also eine falsche Antwort, steigend, v eine weitere falsche Antwort, fallend und w die richtige Antwort, konstant. Sonst wieder ein If-Else. Wenn k positiv ist, können wir jetzt kopieren, dann ist w die richtige Antwort steigend und fallend und konstant sind u und v die falschen Antworten. Und der dritte Fall ist natürlich, wenn es kleiner als 0 ist, das kann ich über else machen, dann ist natürlich die richtige Antwort fallend und die falsche Antwort steigend. Damit sind wir schon fertig. Klicken auf Speichern. Holen uns die Frage in den Test und schauen sie uns an. Bekommen hier nun einen konstanten Graphen in diesem Fall. Die Gleichung ist d ist 1, also y ist 1. Die Funktion ist konstant. Abschicken. Richtig. Machen wir nun einen Neustart. Lass uns eine neue Funktion ausgeben. Hier sieht man, d ist 2 und die Steigung ist auch 2. Also 2x plus 2 und die Funktion ist natürlich steigend. Hier sieht man eben, es ist immer die letzte Lösung richtig, weil wir die letzte als richtig definiert haben. Wenn wir abschicken, stimmt das Ganze. Erneut starten bringt weitere Aufgaben. Man sieht, man hat immer eine neue Funktion, auch fallende Funktionen. Und man kann die Werte auch ganz spielend kontrollieren.